Herz ist voller Hoffnung und Trauer. Denn um meinen Plan zu vollenden, muss ich den Kleinsten von uns der größten Gefahr aussetzen. Stets trachteten die Mächtigen nach dem Ring, und immer sind sie gescheitert. Isildur! Das Schicksal hat mir einen Hobbit geschenkt, der vor den Versuchungen des Rings gefeit zu sein scheint. Aber hier kann er nicht bleiben im Auenland. Nein. Nein, kann er nicht. Doch bei aller Tapferkeit, Frodo allein kann diese Bürde nicht tragen. Er braucht einen Gefährten. Du kriegst es mit mir zu tun, du langes Elend! Und jemanden, der die Pläne des Feindes kennt. Und die Wege nach Mordor. Alle drei sind an das Schicksal des Rings gebunden und aufeinander angewiesen. Wir versprechen zu tun, was sie von uns wollen. Wir versprechen. Du weißt den Weg nach Mordor. Während wir Saurons Aufmerksamkeit auf uns ziehen, müssen sie den Ring zu den Feuern des Schicksalsberges bringen. Doch sollten sie gefangen genommen werden, war alles umsonst. Dann wäre alle Hoffnung verloren. Ja, und genau, und hiermit herzlich willkommen zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, Part 4. Ich bin Kneckebrot und ja, das wisst ihr aber wahrscheinlich. Sie haben fetten Hobbit gesehen, dummer Hobbit! Hatte ich nicht auch den Orkfehler für die Gruppe gekauft oder so etwas? Naja, gut. Okay, das wäre auch gut, hätten wir den gemessert. Hier sind garstige Orks. Den auch. Kommt her. Wow. Okay, die Hobbits finde ich jetzt nicht so toll zum Steuern. Wow. Hey. Hallo. Da laufen ja einfach stur an mir vorbei hier. Hey, der wäre auch gut. Tot. Gut, ja. Sehr gut. Oh, ein, wie heißt die, Nazgul? Ein schwarzer Reiter. Ich glaube, die dürfen uns nicht sehen. Da oben dieser Kreis. Fühlt sich ja immer mehr. Und wenn ich jetzt in Deckung gehe, wie hier, oh, dann verschwindet der Kreis wieder. Ich glaube, der verschwindet sogar noch ganz. Ja, genau, das meinte ich. Ich wusste auch, dass er ganz verschwinden würde. So, die werden auch hinüber. Wow. Alter. Hey! Runter jetzt. Anscheinend müsst ihr hier runter. Ach, ich weiß. Ich weiß, warum ich keinen Orkfäller machen kann. Ich habe ja erst Stufe 1 im Moment. Nein, nicht nach oben. Man braucht ja Stufe 2 für Orkfäller. Hey! Ihr seid auch tot. Gott. Leiter runter, Leiter runter, Leiter runter. Oh Gott, da habe ich schon einen Ork gesehen um die Ecke. Oder noch einer jetzt.
Oh Gott. Also man sieht, die ganze Stadt steht unter Beschuss, unter Starkem. Ist hier noch irgendwas zum Sammeln? Na gut, leider nicht. Die Kamera lässt mich leider nicht da reinsehen. Aber naja. Wow, fuck. Alter, oh scheiße, meine Lebensanzeige. Oh fuck. Boah, scheiße. Haben wir nicht irgendwo mal ein Medikit oder so etwas? Fuck. Boah, scheiße. Dieser Kackbogenschütze da oben. Oh fuck. Boah. Da hinten ist ein Trank, da hinten ist ein Trank. Boah, Trank. Alter, Alter, Alter. Das geht ja hier richtig zur Sache, würde ich so sagen. Hey. Oh, der Pfeil hat uns fast noch erwischt. Alter. Na gut, so kannst du auch sterben. Da gebe ich halt keinen Gnadenstoß. Dass das so lange dauert mit dem Aufladen, das ist manchmal ein bisschen unpraktisch, aber naja. Okay, das war jetzt nicht ganz so geplant. Warte mal, vielleicht kann ich die abwerfen. Ah, wenn die stehen bleiben. Ach, fuck, da bewegt er sich. Warte, ich versuch's nochmal. Ha! Ah, ich glaube, der ist irgendwie unsterblich. Sonst, der wäre nämlich eigentlich schon längst tot. Naja, schade. Dürfen nicht bleiben. Verstehen Sie uns? Alter. Alter, Alter, Alter. Die übertreiben es aber auch direkt. Ich kümmere mich um den Bogenschützen, Leute. So, der wäre also auch tot. Boah, fuck. Na gut, der hat mich nicht angegriffen. Warte, hier hinten ist doch noch anders. Ich höre doch irgendwelche Sounds. Ach, das ist unter mir. Klar, das sind diese Unsterblichen. Naja. Kontrollpunkt. Ah, jetzt kommt bestimmt der Nazgul wieder. Wir sind draußen. Das ist natürlich jetzt... Und wir sind jetzt gleich wieder oben. Oh, fuck. Ja, das dachte ich mir schon. Der Ring ruft ihn, Sam. Bald hat mich das Auge gefunden. Alter, ich habe keine Messer mehr. Scheiße. Hey, das war ja... Ach, das war der Orkfäller übrigens. Aber naja. Oh, fuck. Lasst mich durch. Ich habe keine Zeit für euch. Orkbogenschützen. Ja, Orkbogenschützen. Boah, fuck. Boah, nein. Alter. Mann, wieso... Boah, scheiße, Mann. Hey, endlich mal ein Orkfäller. Moment. Oh, ich sehe kaum irgendwie was. Oh, fuck. Wir müssen von den Dächern runter. Gut erkannt, Sam. Gut erkannt. Oder Sam. Niemand will. Ja gut, den Heiltrank brauchte ich jetzt nicht unbedingt, aber naja. Kann ja nicht schaden. Ja, das ist wahr, aber ich würde dem da oben trotzdem gerne helfen, dem Waldläufer. Jetzt kommen eh wieder Gegner, die uns direkt anspringen, schätze ich. Ja. Alter. Alter Mann, ich würde ihn wieder stechen, na geht doch. Hey, das war geil. Man kann ja auch vielleicht was in den Fässern finden. Mal sehen. Gut, da war jetzt leider nichts. Hier ist vielleicht noch einer, der... Achso. Hey, der Waldläufer hat es überlebt. Und ich habe keinen Schaden kassiert.
Okay, wir können ja irgendwas mit der Glocke machen. Oh. Ja gut, das ist immer sehr gut. Ey, wieso hab ich da nur einmal Punkte bekommen? Es waren noch zwei Orks und ich bekomme nur einmal Punkte. Also, das waren drei Orks, ich habe zweimal Punkte bekommen, aber bei einem habe ich keine bekommen. So ein Mist aber auch. Wir haben es geschafft! Ach scheiße, ich dachte, das wäre schon ein Ork, hätte es fast auf einen Waldläufer mein Ding ist jetzt mein Dolch geworfen. Hey, einfach mal zuspammen mit Dolchen, das ist immer gut. Oh fuck. Alter, Mann. Oh komm, seid nicht so asozial. Geht doch. Oh fuck. Oh, ich sehe kaum was von dem ganzen Rauch. Na gut, in den Fässern ist wohl nichts. Ich muss aber erstmal hier warten, damit die Anzeige oben rechts kleiner wird. Sonst schnappt uns noch ein Nazgul oder sowas. Kann ja passieren. Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, dass das passieren würde. Ich trinke noch ein Stück Bier. Ich habe immer noch das Bier hier. Okay, weiter geht's. Ey, das war gut. Alter. Lass mich doch einfach passieren. Geht doch. Oh Mann. Ich muss in Deckung gehen. Fuck, ich muss in Deckung. Ja, ich weiß, aber ich muss in Deckung erstmal. Oh fuck. Sie dürfen euch nicht sehen. Ey, das war jetzt aber echt oh, knapp. Nein, 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 nein. Mal gucken, ob ich die abwerfen kann, bestimmt, oder? Ja, aufladen und bam. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ach so, da war auch einer. Den da hinten kriegen wir auch noch. Oder? Komm. Zielen und werfen. Na. Irgendwie nicht, aber naja. Ist hier eine Leiter gewesen? Nee, ich dachte, das wäre eine. Achso. Ich dachte, das wäre eine Leiter. Vielleicht hätte man ja runtergekonnt. Wäre irgendwie cool. Boah, wie kaputt hier auch alles ist. Die ganze Stadt brennt einfach nur. Fuck. Hey, ausgezeichnet, das war nicht schlecht. Nein, Hobbits entkommen, Schatz entkommt. Yeah, Aufstieg. Oh Mann, ich bin aber fast tot. Gibt's hier nicht noch einen Heiltrank? Ich glaube, ich kann. Ja doch, ich kann wieder nach oben, aber ich hoffe einfach, dass ich es irgendwie packen werde jetzt. Aber ist schon arg knapp. Ach du Scheiße. Und oh Gott, die warten noch nur darauf, dass ich runtergehe. Ah, scheiße. Hey, zwei Stück, zwei Heiltränke, das ist ja echt klasse. Das erfreut mein Herz doch. Und noch ein paar Messer. Hey. Ich guck trotzdem nochmal, ob was in den Fässern ist. Nö. Mal gucken, ob hier noch irgendwo eins steht. Könnte ja sein, dass da irgendwelche Specials drin sind. Ah, hier. No, leider nicht. Naja, was soll's. Alles ist überflutet. Ja, das ist wohl die Kanalisation. Um. Wir gehen weiter. Wir müssen ja aus der Stadt fliehen, um den Ring nach Mordor zu bringen. Spion aus Gondor, bringt sie mir! Ja, von wegen leichte Beute, mein Freund. Komm her, Drecksau. Gut daneben halt nicht, dann kommt der Dolch halt zu dir. Gollum, wohin läufst du?
Kann Gollum überhaupt kämpfen? Weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht so darauf geachtet bisher. Ja, oh ja, wir riechen frische Luft. Oh fuck, was ist das? Hat er Panzer oder was? Laden wir mal auf, mal gucken. Hey, das klappt. Oha, das zieht aber verdammt viel bei dem Fettsack. Was ist das denn? Ist das so ein... Das ist so ein Zwischengegner, ne? Der Endgegner der Mission oder so. Keine Ahnung. Er wird uns wehtun. Er wird uns wehtun. Hey, der ist doch schon längst tot, dieser eine Fettsack da. Alter! Hey, wir haben wieder... volles Leben. Und jetzt müssen wir das Tor wohl öffnen. Okay, das kann man hier machen. Oh Gott. Okay, dann schnell weiter. Kommt, Jungs, wir müssen laufen. Lauft weg! Schnell jetzt! Das Meer rettet uns. Schnell, Hobbits, schnell! Seht, seht! Wir haben euch hinausgeführt. Smeargol passt auf Herren auf. Smeargol wird uns nicht wehtun. Aber noch kommt der Ring den Feuern des Schicksalsberges näher und bringt alle, die ihn begleiten, in große Gefahr. Wo bist du? Herr, passt auf uns auf. Wir werden ihn seinen dreckigen kleinen Hals umdrehen. Töte ihn! Töte ihn! Töte sie beide! Ja! Nein, nein! Er ist zu gefährlich! Er ist zu gefährlich! Wo bist du, Smeargol? Wir könnten sie es tun lassen. Ja, sie könnte es tun. Ja, mein Schatz, sie könnte es. Und wir nehmen ihn, sobald sie tot sind. Kommt jetzt, Hobbits! Langer Weg noch zu gehen. Smeargol zeigt euch den Weg. Folgt mir. Dieser hinterhältige Typ, nicht wahr? Naja. Gut, dann lade mal. Und dann sehen wir mal unsere Missionsergebnisse. Wie viele Orks sind die da geschnetzelt haben. Mal sehen. Aber perfekt war ja nichts. Aber ausgezeichnet waren ja ein paar dabei. Mal sehen. Aber Level 2 haben wir auf jeden Fall erreicht. Sogar Level 3. Hui. Das heißt, wir haben jetzt 96 Orks geschlachtet. Ja, wenn man das zusammenzieht, 96. Ja. Ist doch nicht schlecht, oder? Und immerhin Level 3. Ja, dann schauen wir... hallo. Achso. Schauen wir doch mal, was man so kaufen könnte noch. Okay, das haben wir schon alles. Giftklinge. Haldirs Umgang. Was ist das denn? Ach so. Sowas wie unsichtbar machen oder was? Ach, das ist cool. Das ist wirklich cool. Giftklinge. Puh, was haben wir denn? Ach, wir haben jetzt Level 3, ne? Was haben wir denn hier noch? Stärke der Felsen. Ja, für Gemeinschaft kaufen? Ich weiß nicht. Nee, komm. Machen wir jetzt mal nicht. Was haben wir sonst noch? Also das Level 4. Greif an, sobald du wieder stehst, um deine Gegner zu überraschen. Ja. Giftklinge finde ich auf jeden Fall gut. Da brauchen wir weniger von den Dolchen zu werfen. Haldirs Umhang können wir auch noch gut kaufen. Das ist diese Special-Fähigkeit. Wie auch immer. Special-Move. Ne? Sonst haben wir hier alles außer eben halt glühende Rache. Naja. Machen wir mal. Boah, komm, machen wir mal weiter. Ja, ich bin mit dem Einkauf fertig. Willst du das Spiel speichern? Jo. Die Fahne der Toten, das war ja mein Sicherheitssafe, aber da der aufgenommen hat, der Gute, können wir das jetzt rück über speichern. Jetzt haben wir 27% des Spiels erreicht. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Es sind noch ein paar Missionen, die da vor uns sind, vor uns stehen, aber wir haben bald die Hälfte des Spiels erreicht, würde ich so sagen. Flucht aus Osgiliath abgeschlossen. Interview mit Sean Astin. Ach, das glaube ich auch dieser Zam-Schauspieler. Aber diese ganzen Interviews und so,
Die werde ich auf jeden Fall nicht im Rahmen des Let's Plays zeigen. Vielleicht mache ich ja mal irgendwie so ein Special daraus, aber das weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, die kann man auch so im Netz finden, diese ganzen Interviews und so, wenn das jetzt wirklich interessiert. Kankra Slauer wäre die nächste Mission. So, da wir jetzt Hobbits gespielt haben, ist ja Zam und davor Aragorn, ist jetzt bald wieder Gandalf dran. Deswegen, der Weg nach Isengard wird im nächsten Part beschritten. Bis dahin, ciao.